Herzlich willkommen zum Sternenstaub Adventskalender aus Dilbrecht. Herzlich willkommen zur 8. Etappe. Wir sind unterwegs mit den Weisen aus dem Morgenland hin zur Krippe. Auf unserem gemeinsamen Weg begleitet uns heute ein Gedicht von Pastorin Birgit Mattausch. Sie ist tätig im Literaturhaus Jacobi in Hildesheim. Birgit Mattausch unterstützt Menschen dabei, neu zu lernen, von Gott und von ihrem Glauben zu reden und auch vor allem darüber zu schreiben. Im August 2023 erschien ihr Debütroman »Bis wir Wald werden« im Verlag Klett-Cotta. Das Gedicht, das sie geschrieben hat, heißt »Berufung«. Ich stelle mir vor, wir stehen einfach auf und gehen weg. Der Himmel, wie die Schwertlilie im Garten meiner Großmutter, das Licht wie Gold. Wir stehen einfach auf, wir legen den Kalender auf den Tisch, die Uhr, die Tagesordnung und unser Bild von uns selbst. Wir wissen nicht, wie es gehen könnte und wir tun's trotzdem. Einer hat uns gerufen, vielleicht Jesus. Vielleicht unsere eigene Seele oder beide. Legen den Kalender auf den Tisch und unseren Vorsatz, es gut zu machen, komme, was wolle. Alles und die Kirche zu retten. Wir gehen weg, leise, höfliches Nicken. Wir machen kein Aufhebens darum, weil wir wissen, die anderen würden nicht verstehen. Der Himmel schwert Lilienblau und Licht. Gott selbst hat uns gerufen. Wir nehmen einander an der Hand. Ab jetzt ist keine mehr allein. Und dann gehen wir. Einer hängt den Talar in die Äste der Linde. Eine zieht ihre Schuhe aus. Wir versprechen, wir selbst zu sein. Und das zu tun, was wir lieben, heute, morgen, 7 Jahre lang. Gott selbst hat uns gerufen und von nun an tun wir, was in uns ist. Streichen den Sterbenden übers Haar, hinterlassen Botschaften, die Liebe heißen, am Bahnsteig, am Tresen. Wir beten, singen, haben Love Affairs, wir sprechen mit Wolke und Tier, schreiben, denken, schaukeln. Ab und zu tun wir ein Wunder. Wir schlafen viel und führen keine Statistik. Sind aufgestanden, weggegangen und folgen ihm nach. Und so wünsche ich uns in dieser Adventszeit, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Nicht eins zu eins, wie es in diesem Gedicht beschrieben ist, aber so, dass wir selbst sind vor unserem Herrn und Schöpfer. Dass wir darauf vertrauen, dass er uns führt und leitet und lenkt. Auch dann, wenn wir etwas tun, was unkonventionell ist. Wenn wir unkonventionell kleine Dinge tun mit viel Liebe. Da liegt wohl eine große Verheißung drauf, sagt Mutter Teresa. Sie behauptet, kleine Dinge, die mit viel Liebe getan werden, die werden die Welt verändern. Und das wünsche ich uns für diese Adventszeit. Kleine, liebe Weltveränderungsdinge. Amen.